Das behalte ich direkt mal so. Das nerubische Ei ist natürlich hier auch cool, weil es durch Thaddeus' Fähigkeit getriggert wird. Die Lichtbrut. Das ist äußerst interessante Karte. Äußerst cool. Ein Zombie-Fraß habe ich auch. Thank you. Sechs Fähne rüber. Gewittersturm? Really? Oh Gott. Das war auf so vielen Ebenen einfach so schlecht. Lichtboot, interessante Karte, haben wir ja schon gesehen. In der Einführungsrunde üben mit dem Priester. Der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Oh. Ich würde natürlich gerne den geisterhaften Krabbler übernehmen. Dazu kommen wir aber wahrscheinlich nicht mehr. Er wird jetzt einen der Zombie-Fraße töten. Oder er benutzt den Gabelblitzschlag. Ah. Ja. Bumst doch die Wand. Bumst doch einfach nur die Wand. Sehr schön. Übernehme den. Für den Lichtkönig! Nein! Ja, das können jetzt leider sehr, sehr böse Kreaturen werden, aber... Guck mal. Mein Schicksal ist besiegelt. Mein Schicksal ist besiegelt. In meinem Kopf sah das gerade anders aus. Ich hätte auch lieber Face gehen sollen. Aber gut, damit hat er jetzt Stats von 1,5. Ernsthaft, irgendwie habe ich gerade falsch gerechnet. Nach meiner Rechnung wäre der Kultist getötet worden und hätte einen von meinen Viechern gebufft, aber ist jetzt sowieso egal, weil wir gewonnen haben. In jedem Fall. Spielen wir noch das einfach mal aus Spaß. Okay. Und weg. Wow. Bitteschön.
Wir haben das Monstrum erlöst. Und nun geht es nur noch um Kel'Thuzad und mich. Uta gegen Kel'Thuzad. Und wir können uns vorstellen, dass dieser Kampf vielleicht nicht ganz so einfach wird wie die vorigen. Uta, denn Kel'Thuzad war ein harter Gegner. Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, endlich kann man sagen. Ich will keine dieser Karten. Zwischen Dienern und vernichtenden Zaubern. Viel Glück. Ich will auch keine dieser Karten eigentlich, aber mir bleibt jetzt ja nichts anderes übrig. Oh Gott, ist das scheiße. Schwert der Gerechtigkeit, nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt, erhält dieser +1/+1 und diese Waffe verliert eine Haltbarkeit. Also es ist ein Buff-Deck, so wie es aussieht. Ja, erkennt man hier schon an dem Echo-Schlamm. Aber dafür muss ich erstmal überhaupt Viecher die Karte kriegen. Aufs Feld. Und wie scheint, wird das vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Ich kann ja schon mal Schwertgerechtigkeit einsetzen. Ich glaube nicht, dass ich lang genug lebe. Na, den auf 1-1 zu bringen, ist auch irgendwie ein bisschen witzlos. Das Interessante ist, dass der Echo-Schlamm jetzt zweimal gebufft wird. Einmal in seiner Normalform. Und jetzt wird der Duplizierte, der ja 2-3 in Stats hat, nochmal gestärkt und der hat dann 3-4. Oh Gott, ey, das ist doch nicht wahr. Mein Schild für Argus. Das ist doch einfach wirklich nicht wahr. Mann. Er hat auch nur Kacke auf der Hand, ey. Yo! Das glaubst du doch wohl selbst nicht, du Vollidiot. Give me that life. Noch bin ich am Leben. Ich weiß mich zu wehren. Und wenn du nichts mehr hast, um mich irgendwie einzufrieren oder so, also meine Minions, dann sieht es nicht mehr so gut für dich aus. Das ist kein Problem. Da habe ich was. Befolgt die Regeln. In den Kampf. In den Kampf. Da habe ich was. Zweimal göttliche Gunst auf der Hand ist auch ein bisschen fail. Lass mir machen. Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz schlechte Karte. Ach, ist das eine Scheißkarte. Echt. Das ist eine echt beschissene Karte. In den Kampf. Naja, jetzt hat er wenigstens eine andere Heldenfähigkeit. Was soll ich hier denn bitte machen? Ich kann nichts machen, ich bin tot. Ich krieg die beiden tot. Und das war's dann. Gegen die kann ich nichts machen. Fail. Der Sieg gehört euch. Ist aber auch scheiße gestartet. Wir hatten eine extrem schlechte Starthand. Also da war nicht viel zu holen irgendwie. Aber jetzt im zweiten Anlauf bestimmt. Mir war klar, dass ich das wahrscheinlich nochmal spielen muss. Einfach weil Kel'Thuzad schon eine andere Liga hat als die andere. Das ist eine andere Liga einfach. Endlich lernen wir uns kennen.
Ich werde ehrenhaft kämpfen. Gefällt mir auch nicht so gut. Ich will eigentlich kein Card Draw am Anfang. Ich will kein Card Draw am Anfang. Ich will ein Viech. Wenn ich nämlich ein Viech habe, was ich spielen kann, dann brauche ich kein Card Draw am Anfang. Weil ich die Karten schon habe. Ich werde das Blut in euren Adern gefrieren lassen. Ich habe es zwar schon mal gesagt, aber Echoschlamm so zu spielen ist kacke. Deswegen mache ich es auch nicht. Yo. Oh, nochmal Echoschlamm. Pass mal auf, dann machen wir das mal, weil die dann beide Segen der Weisheit haben. Und dann kann ich mit beiden ein bisschen Card Draw machen. Lass die Schmerzen sprechen. Das fängt schon wieder total kacke an, das muss man mal sagen. Viele Echo-Schlamme. Ich muss eigentlich den Skelettschmied loswerden. Der ist zu stark. Melde mich zum Dienst. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich hätte mal warten sollen. Na, wobei. Ja, der muss sterben. Das nützt nichts. Das macht mir schon wieder zu viel Schaden rein. Und ich habe nichts zum Heilen, so wie es aussieht. Das ist nicht besonders gut alles. Der macht so viel Druck auf mich. Wir können den schwächen. In der nächsten Runde können wir einen Echoschlamm mit Segen der Könige spielen. Und danach können wir in der nächsten Runde Verteidiger von Argus auf die beiden mega starken Echoschlamme spielen. Das ist okay, damit ist der Verteidiger, der Friedensbewahrer in der Lage, den Schlickspucker zu töten. Nochmal Segen der Könige. So, das sieht schon besser für mich aus. Mein Schild für Argus. Es ist manchmal einfach nur unfassbar, wirklich. Ich brauche einen Verteidiger von Argus ganz dringend, weil ihr seht ja schon wieder, wie es um mein Leben bestellt ist. Ich sterbe gleich wieder. Einfach, weil ich die Gegner nicht loswerden kann. Das glaubt doch keine Sau, ey. Fick dich, Keltu gesagt. Fick dich einfach nur.
So, ich bin wieder da. Leider Gottes ist das Spiel gecrashed. Ich weiß nicht, was mit Hearthstone heute los ist, aber wir werden es nochmal probieren. Und zwar so lange, bis Kaltuser tot ist. Hat jetzt in der ersten Runde nicht wirklich geklappt, aber ich gebe mich damit noch nicht zufrieden. Ich gebe nicht auf. Ja, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Echo-Schlamm so zu spielen, wie er ist. Denn wir brauchen einfach irgendwas auf dem Board. Ansonsten sehe ich da definitiv schwarz. Oh, das ist eine gute Karte. Nicht schlecht. Die hatte ich im ersten Durchlauf ja jetzt gar nicht gezogen. Aber gut. Jetzt haben wir immerhin die zwei Echo-Schlamms. Das heißt, Rächer kann auch von Kel'Thuzad ausgelöst werden. Dieser Spielzug kommt mir irgendwie bekannt vor. Naxxramas Schemen, okay. Nochmal Rächer. Ich gehe einfach nur Face. Und versuche mal so langsam ein Board aufzubauen. Akolyt des Schmerzes stört mich jetzt hier nicht besonders. Allerdings sollten wir, wenn möglich, den auf jeden Fall töten. Und zwar mit der scharlachroten Fanatikerin. Schließt euch uns an oder sterbt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Der hat er jetzt schon angegriffen. Den können wir in der nächsten Runde anständig töten. Lass den jetzt nochmal stehen. So viel Angst macht er mir dann doch nicht. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wer kriegt es? Die Blutelfenklerikerin. Und sie stirbt. Tja. Jetzt kommt der Moment, wo ich bereue, dass ich den Naxxramas Schemen nicht getötet habe. Denn jetzt kriege ich... Oh, das ist sehr schön. Ja, wenn ich jetzt wandern. Ich hau ihm auf jeden Fall ein bisschen was rein. Und Rächer. Der Schlickspucker kommt jetzt... Kommt nicht gerade gelegen. Der allerdings schon. Und ich lebe noch. Bitch. Solange er kein Blizzard hat, sollte das erstmal in Ordnung... Sollte am besten gar nichts mehr sagen. Ja, Mann, ist okay, ist okay. Für den Lichtkönig. Mach ruhig noch mehr Schaden. Ja, klar. Please enjoy yourself. It's a good card. It's a very good card. Okay. Mein Zug ist vorbei, allerdings habe ich zwei Spotter. Oh! Das war eure letzte Warnung. In die Bresche. Ich werde es. Was wir machen. Die Verdammten stehen bereit. Okay.
Okay. Erst weil. Auf in die Bresche! Über einen zufälligen feindlichen Diener. Okay, wir müssen das Board vollkriegen. Damit das hier unseren Wächter der Könige nicht treffen kann. Das wäre nämlich unser Tod. Oh Gott! Und ich habe alles gespielt. Alles. Einfach alles. Ah. Ja, das hilft mir gar nicht. Das hilft mir nun so sowas von überhaupt nicht. Oh Gott, ich will. Oh Gott, ich verliere. Ich verliere und ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Naja. Vielleicht ist die KI ja blöd. Warum habe ich nur mit Kel'Thuzad solche Probleme? Ich muss es nochmal probieren. Es tut mir leid, dass sich das jetzt so hinzieht. Das ist auch nicht das, was ich mir gewünscht hatte, aber es nützt nichts. Kel'Thuzad! Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und ich mit gigantischen Dienern und vernichtenden Zaubern. Ach, ich behalte das jetzt so. Na gut. Ich werde das Blut in euren Adern gefressen. Na, warum freest das Spiel so? Verstehe ich gerade nicht. Okay, es ist wie. Na, komisch. Ja, guck mal, Dude. Ja, irgendwas fuckt mich da gerade schon wieder mega ab. Es ist einfach. Unverständlich. Okay. Befolgt die Regeln in den Kopf. Ist in Ordnung. Der hat doch immer die richtigen Karten auf der Hand. Ich verstehe das nicht. Das ist nicht richtig. Göttliche Gunst. Schön. Die Verdammten stehen bereit. Damit habe ich gerechnet, das ist in Ordnung. Sorgen wir mal dafür, dass der wenigstens noch ein bisschen auf dem Feld stehen bleibt. Hör auf zu twittern, Polizei. Warum hab ich den Fernseher überhaupt angelassen? Ich raff hier so einiges nicht mehr, aber gut. Wir haben jetzt den Echo-Schlamm mit Segen der Könige. Wir können das in der nächsten Runde nochmal machen und haben dann erstmal ein bisschen was Starkes auf dem Board und hoffentlich gewinnen wir diesmal. Aber ich ertrag das nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen ekelhaften Licht besiegen soll. Ansonsten. Spektraler Ritter ist natürlich schon wieder eine starke Karte. Rächer ist auch eine starke Karte. Das beendet jetzt sofort meinen Zug. Stört mich aber nicht. Zug ist vorüber. Jetzt bin ich dran. Ist vollkommen in Ordnung. Argus. Darauf habe ich spekuliert. Das war übrigens dumm.
Und wie dumm das war. Töte was! Großartig! Ich könnte ja jetzt tatsächlich... Ja, wir machen das so. Auch definitiv leben. Auch definitiv Dinge auf dem Board. Oh Gott, das könnte klappen. Kein Board Clear. Kein Board Clear. Kel'Thuzad hat kein Board Clear. Ich verstehe es nicht wirklich. Der hat das immer zur richtigen Zeit auf der Hand. Jetzt weiß ich aber, dass es weg ist. Ich klatsch alles voll. So viele Minions auf dem Feld, wie nur irgendwie geht. Was spielt er? Mir ist schlecht, okay. Was wir machen. Wenn wir jetzt mal bedenken. Meine Geduld währt nicht ewig. Schaut uns an oder stirbt. Dass von mir sowieso alles stirbt. In den Kampf! Behalt war ja nochmal. Die sterben eh alle aufgrund der Fähigkeit. Der Monstrosität, da kann ich auch noch den Schlickspucker mit in den Tod reißen. Das war ein Missplay, ich hätte Schwert der Gerechtigkeit vorher anlegen sollen. Oh, fuck off! Ja, natürlich! Oh ja, sicher! Ganz vergessen, diese Karte. Die ist ja auch noch im Spiel. Und ein Frostelementar. Oh ja! Fick mich hart! Genau da, wo ich es gern habe. Super Karte. Weihe ist gerade so unnütz wie weiß ich nicht, Veronika Ferres oder so. Das glaubst du doch einfach selbst nicht! Der Sieg gehört euch. Halt den Mund, Kel'Thuzad. Halt den Mund. Verzieh dich in einen Sarg oder in deine Gruft. Oder in deine Wunderlampe. Oder in deine Wundeschlampe. Verschwinde einfach. Ich will dich nicht mehr sehen. Kel'Thuzad! Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und ich mit gigantischen Dienern. Kann ich den irgendwie stumm schalten? Das kann ich doch mit das kann ich doch mit anderen Spielern auch machen. Warum kann ich das nicht mit Kel'Thuzad machen? Ich will einfach nicht mit ihm reden. Das ist mein voller Ernst. Diese ständige Scheiße hier, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Was ist daran so schwer? Ich begreif's nicht. Und er macht es immer in Runde 2. Spiele die scheiß Münze und dann kommt irgend so ein Wichs. Wie Skelettschmied. Ja, das war auch noch dumm. Total dumm war das. Wobei, wenn ich jetzt zweimal Echo-Schlamm in der nächsten Runde spiele, dann ist es schon wieder okay. Weil da mein Schwert der Gerechtigkeit sowieso nur noch auf einen... Ja, das ist nichts. Ja, das ist
Schon mal nicht schlecht. Wir wissen aber, dass er Blizzard hat. Und Twisting Nether. Okay. Meinetwegen. Na gut. Okay. Also der Steinhaut-Gargoyle muss sterben. Der Zombie-Fraß muss auch sterben. Weil. Ja, ich benutze Weihe. Wenn ich jetzt wann dann, ich meine, guckt euch das an, das ist gerade einfach zu perfekt. Ich krieg noch ein bisschen Leben dazu und hab was auf dem Feld. Und jetzt ist er am Zug. Jetzt kriegt er seine beiden komischen Wächter von Eiskrone und den Axramaschem holt er auch noch raus. Natürlich hat er noch einen Frostbitz, mit dem er einfach mal Minions tötet. Ist klar. Okay. Großartig. Warum freest das jetzt wieder? Wirklich. Echt. Ich mache jetzt keine Scherze mehr. Ich bin kurz davor, vielleicht in dieser Runde zu gewinnen. Ich will es doch nicht beschwören, weil er jetzt wahrscheinlich gleich seinen Blizzard spielt und dann wird wieder alles ruiniert, aber es wäre doch möglich. Ja, die Monstrosität, eine ganz tolle Karte. Hab ich ganz vergessen. Klar ist der Echo-Schlamm hier der Weg zum Sieg, auf jeden Fall. Und das sehen wir jetzt hier auch ganz deutlich und sehr gut. Für die Gerechtigkeit. Ja, hier benutze ich definitiv die Waffe selbst, um ihn anzugreifen. Komm, das kann doch jetzt nicht mehr so schwer sein. Die Verdammten stehen bereit. Lass die Schmerzen sprechen. Segen der Könige. Segen der Könige. Segen der Könige. Irgendwas Mächtiges. Okay. Melde mich zum Dienst. Befolgt die Regeln. In den Kampf. Okay. Oh. Gehört jetzt mir. Gott. Ein Punkt auf Liefe. Oh. Okay. The God! The God! Mein Schild für Argus! Oh, ist das cool! Das ist der beste Orgasmus, den ich je hatte. Oh, fuck yeah! Oh, ich war so kurz davor zu sagen, fickt euch alle! Ich habe die Karten eh freigespielt, ihr könnt mich mal, aber ich muss es nicht mehr tun. Wir haben alle Klassenherausforderungen geschafft. Endlich ist Kael'thasa tot, oh Gott. Und wir können uns jetzt die Karten angucken, die wir freigespielt hätten. In diesem Fall können wir das mal von vorne nach hinten durchziehen. Wir haben bei dem Druiden die Karte Giftsamen, die wir gesehen haben in unserem Deck, aber nicht benutzt haben. Es ist eine 4-Mana-Karte,
die den Effekt hat, vernichtet alle Diener und ruft für jeden einen Trend 2-2 als Stats, als Ersatz herbei. Keine Ahnung. Finde ich blöd. Wenn der Gegner ein volles Board hat und ich will die loswerden, werde ich sie mit Giftsamen nicht los. Weil, na gut, er hat vielleicht stärkere Diener als 2-2er, die er dann bekommen würde, aber er hat trotzdem noch ein volles Board und dann bringt es mir nichts. Also Giftsamen ist nur in Kombination gut. Es gibt da eine Druidenkarte, Sternregen, glaube ich, womit man jedem Diener auf dem Feld 2 Schaden anrichtet, also jedem gegnerischen. Damit wäre Giftsamen dann halt besser, aber es kostet halt auch 9 Mana. Ne? Und das Dumme mit Giftsamen ist auch, dass man alle Todesröcheln-Effekte des Gegners zum Beispiel triggert. Und ich bin nicht so ein großer Fan der Karte, also weiß ich nicht. Der Jäger wiederum hat eine coole Karte gekriegt, das ist der Netzweber, ein One-Drop, was ja auch schon immer mal ganz gut ist, weil man braucht One-Drops in Decks, zumindest in den meisten Decks. Die Meta ist sehr schnell und da braucht man einfach One-Drops. 1-1 an Stats, okay, der Todesröcheln-Effekt reicht alles wieder raus, weil es ein super Effekt ist, fügt eurer Hand ein zufälliges Wildtier hinzu, der Jäger lebt von seinen Wildtieren, es gibt viele mächtige Wildtiere, auch die nicht nur der Jäger hat, es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, Malorn, beim Druiden, das ist eine legendäre Kreatur, die man aus dem Netzweber rauskriegen kann, nur als Beispiel. Und es ist einfach cool, eine zusätzliche Kreatur zu bekommen, ein zusätzliches Wildtier. Und der Gegner weiß halt, okay, wenn ich jetzt den Netzweber töte, dann kann mein Gegner offen möglicherweise auch eine Karte kriegen, die mich richtig in die Scheiße reißt. Und deswegen, ich finde den Netzweber sehr, sehr cool. Dann haben wir den Magier duplizieren, haben wir glaube ich auch gesehen, ein Geheimnis. Wenn ein befreundeter Diener stirbt, erhaltet ihr 2 Kopien dieses Dieners auf eurer Hand. Ist okay, kann man auch böse Dinge mit tun. Zum Beispiel Zauberlehrling, der die Zauberkosten von Zaubern um 1 senkt, die Mana-Kosten. Wenn man den jeweils durch Duplizieren, keine Ahnung, 4-mal ins Deck kriegt oder so, kann man mit Antoni das eine endlose Kette von Feuerbällen produzieren und das ist, kommt zwar selten vor, aber ist auch ganz nett. Dann haben wir Rächer, haben wir gerade zu Genüge bei Kel'Thuzad gesehen. Geheimnis, wenn einer euer Diener stirbt, erhält ein zufälliger befreundeter Diener plus 3 plus 2, das Ganze für 1 Mana. Man kann es allerdings nicht aktiv selbst steuern irgendwie in irgendeiner Form, deswegen ist es auch ein random Aspekt, der da mit zuschlägt. Ansonsten ist Rächer ein ganz nettes Geheimnis. Priester, der dunkle Kultist, den haben wir auch gesehen. 3 Mana, 3, 4 an Stats, ist sehr, sehr gut. Todesröcheln-Effekt verleiht einem zufälligen befreundeten Diener plus 3 Leben. Der dunkle Kultist wird in vielen Priester-Decks gespielt und ist auch eine sehr gute Karte. Dann haben wir den Schurken. Für 4 Mana, 5, 5 an Stats. Der Wegelagerer, der Anubar. Todesröcheln-Effekt lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eurer Hand zurückkehren. Ich denke mal, dass damit Combo-Effekt-Karten oder Kampfschrei-Effektkarten irgendwie begünstigt werden sollen, weil die möglichst auf die Hand des Schurken zurückkommen sollen, aber das kann einem auch einfach zu sehr in die Scheiße reiten und deswegen wird diese Karte eigentlich in Constructed nie gespielt. Schamane hat Reinkarnation, vernichtet einen Diener und bringt ihn dann mit vollem Leben wieder auf das Schlachtfeld zurück. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man ein starkes Todesröcheln-Effekt-Monster, zum Beispiel Sylvanas Windläufer, mit Reinkarnation belebt man sie wieder, nachdem man sie getötet hat, das bedeutet, der Todesröcheln-Effekt wird getriggert und man klaut ein gegnerisches Minion und Sylvanas ist trotzdem wieder da. Und wahrscheinlich noch mit vollem Leben. Das heißt, man kann Sylvanas vorher noch in irgendwas reintraden, sodass sie nicht stirbt und dann mit Reinkarnation doch stirbt und dann wiederkommt und dann wahrscheinlich doch irgendwann wieder stirbt. Ja, das ist so ein bisschen eine Spezialkarte, die auch wirklich eigentlich, ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber es ist halt nett, dass es solche interessanten Karten im Kartenpool von Hearthstone gibt. Dann haben wir den Hexenmeister mit dem Leerrufer, den haben wir auch gesehen in der Klassenherausforderung. Todesröcheln, legt einen zufälligen Dämon aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Das kann für den Gegner auch ziemlich böse ausgehen. Man muss ihn aber schon richtig und gut spielen können, ansonsten kann es auch für einen selbst nach hinten losgehen. Weil zum Beispiel Kampfschrei-Effekte von Dämonen nicht getriggert werden oder sowas. Biss des Todes, da haben wir eine 4-Mana-Waffe mit 4-2 an Stats, die haut ordentlich rein und hat den Todesröcheln-Effekt, dass sie allen Dienern einen Schaden zufügt. Ist also, ja, sowas wie eine Arkane-Explosion nur auf jeden Gegner, es ist quasi ein Wirbelwind. Ja, Mann, das habe ich ja total gut analysiert. Super. Ist eine tolle Waffe, die auch oft beim Kriegerdeck gespielt wird. Ja, das war dann tatsächlich endlich das Solo-Abenteuer Naxxramas.
Man kann jetzt theoretisch noch die heroischen Bosse angehen. Ich habe aber keinen einzigen davon getötet, außer Anub. Rekan offenbar. Ich habe auch die anderen noch gar nicht probiert, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, die werden mir auch ein bisschen zu schwer. Man braucht dafür die richtigen Decks, man muss sich wirklich auf die Bosse einstellen, man muss ihre Decks studieren, man muss wissen, wie sie vorgehen und man muss dann jeweils das perfekte Deck dagegen finden, was nicht durch Glück gewinnt, sondern tatsächlich dadurch, dass es einfach ein gutes Deck dagegen ist. Also da muss man sich wirklich ein bisschen mit Hearthstone auskennen und so gut kenne ich mich einfach nicht aus und deswegen habe ich das gelassen. Ja, das war das erste Adventure. Wir kümmern uns dann in den nächsten Videos um den Schwarzfels. Das ist das zweite Adventure von Hearthstone. Und ja, seid gespannt. Es kommen auf jeden Fall wieder viele coole Bosse, viele coole Klassenherausforderungen und epische neue Karten. Vor allen Dingen Drachenkarten. Also schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt Let's Play Hearthstone. Auch für meine nächsten Videos gilt natürlich anschauen, freuen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal.